Wir leben in Zeiten des zunehmenden Rechtsdrucks. Wir leben in Zeiten, wo der Druck von rechts einfach immer mehr zunimmt. Und da, wo man das ganz, ganz massiv merkt, ist in der Arbeitswelt. Weil es ja nicht nur irgendwelche Schlägernazis sind, sondern es ist ja ganz konkrete Politik, die gemacht wird. Politik, die in Parlamenten gemacht wird von rechten Parteien und die ganz stark zulasten der Arbeitnehmerinnen gehen. Und dieser Druck wird, wie unsere Referentinnen, die Ulrike Papaschek und Willi Merni ja gesagt haben, ganz stark von oben nach unten weitergegeben. Und da braucht es einfach Strategien, wie man gerade im Arbeitsleben, gerade im Betrieb etwas dagegen tut. Ich glaube, das, was ich erzählen würde, ist, dass es eine total lebhafte Diskussion war, dass ganz viele Leute ganz viel zu erzählen hatten in der Diskussion danach, ganz viele Beispiele, ganz vielen Leuten ist eingefallen, ja, da war das und da ist mir das passiert. Und dann war bei vielen Leuten aber ein großes Fragezeichen. Also man kommt bis zu einem gewissen Punkt und was macht man dann? Was ist, wenn ich Ihnen aber jetzt da Zahlen, Daten, Fakten genannt habe und ich komme trotzdem nicht weiter. Und ich glaube, dafür ist so eine Veranstaltung dann ganz gut, zum Vernetzen, zum Austauschen, um voll Energie wieder rauszugehen, und genau dieses Gefühl hatte ich jetzt bei der Veranstaltung. Ich glaube, die Gewerkschaften unterschätzen manchmal ihre politische Kraft, also sind manchmal wie so ein schlafender Riese, aber wenn man sich das historisch anschaut, was die Gewerkschaftsbewegung gemacht hat im Kampf gegen Faschismus und schon davor, also ich meine, wenn Faschismus da ist, ist es zu spät, aber auch schon davor ist es ja so wichtig, was zu tun und was für eine Rolle in Organisierung, in Bildung Gewerkschaften da haben können. Diese Rolle muss man wieder einnehmen, sich was trauen, laut sein, was sagen, was machen. Und all diese tausenden Leute, die in der Gewerkschaft organisiert sind, die sind ja eine Kraft. Und genau diese Kraft muss man wieder politisch übersetzen. Und ich glaube, eben Veranstaltungen wie diese hier sind ein ganz guter Punkt, das zu machen. Einfach weiter so machen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen. Und das hat man ja gesehen, es ist ja nicht nur immer monothematisch, was man diskutiert, so Rechtsextremismus, sondern kommt auch, ist man schnell bei der Frage von Repräsentanz von Migrantinnen oder was tut man, dass man nicht ausbrennt oder was ist, wenn man verzagt, was ist, wenn ich rhetorisch nicht weiterkomme. Und es gibt so viele Themen, die noch zu bearbeiten sind, und wenn alle Veranstaltungen so laufen wie diese, dann mache ich mir gar keine Sorgen.